12, 13, 14. 11, 12 Jahre. Abgesehen von den Sachen im Kinderjahr. Und Backe, Backe, Kuchen. Also. Was jede neue Band ist, ist ein neuer Anfang. Das ist ja immer wieder, im Prinzip fängst du ja wieder von vorne an. Dann kannst du das eigentlich wegstecken, was, wenn wir jetzt mal von uns ausgehen, von Silly. Also ich jetzt für mich konnte das wegstecken, was ich davor gemacht habe. Es war alles irgendwie erstmal in die Richtung arbeiten, wo es eigentlich irgendwann mal hingehen sollte. Es muss ja aber irgendwie so einen auslösenden Fakt gegeben haben. Entweder man hat irgendwie doll, eine Band doll gefunden, also dass man auf den Kicker kam. Das ist damals die Zeit, einfach die Zeit gewesen zu der sogenannten Beatmusik, Beatles, Rolling Stones. Vielfach zitiert, 100-mal genannt, von vielen, vielen Quellen. Und die haben uns einfach einen Anschluss gegeben, mehr oder weniger. Also damals, als wir so angefangen haben, hatte Rock'n'Roll so ein bisschen Underground-Touch war. Also so, naja, das war also wirklich ein Generationsproblem. Inzwischen ist es das ja nicht mehr. Und das verwischt sich alles so. Also das war so eine Art, man hat sich solidarisiert mit der Band so im Saal. Und jetzt ist das eigentlich so eine Haltung, naja, so jetzt wollen wir uns mal ein bisschen unterhalten lassen und macht mal ein bisschen was, ihr habt keinen Nebel und was steht denn hier? Und, also das ist nicht mehr so. Die Erwartungshaltung ist eine andere. Also das ist so was wie, ob nur ein Feuerschlucker kommt oder eine Rockband, ist denen eigentlich egal. Oder eine Disco. Es sei denn, man hat so den harten Kern an Fans, wo man merkt, die also dann auch richtig mitdenken und alles richtig mitverfolgen. Die gibt es ja auch noch genug.